Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Ja, heute haben wir den nächsten Rangkampf vor, müssen uns den wieder erkämpfen. So Leute, es ist an der Zeit. Drei Missionen muss ich mal wieder machen. Ich habe eine Taste, um das Motorrad herbeizurufen. Ich habe nur gerade testweise auf X gedrückt. So, da oben wollte ich heute hin, ne? Dafür muss ich einmal hier hin. Also wir wollten heute auch eine neue Welt sehen. Also, let's go! Und dafür müssen wir erstmal falsch fahren. Und gegen die Wand fahren. Alles richtig gemacht, Leute. So war das geplant. Und niemand erzählt mir was anderes. Warum ich auch immer so ein kleines Ding aufhalten kann. So, let's go. Call of Battle müssen wir. Ja, wir sehen endlich einen neuen Stadtteil. Das wird toll. Das wird wunderbar. Das wird wunderschön. Immer backt das rum, wenn man im Ladescreen ist. Also für euch kannte ich das ja immer. Aber der Ladescreen ist so nervig. Was ist denn das für eine staubige Gegend? Hier hat ja wohl ein Krieg stattgefunden. Gene, some of your kids might be around here. Oh! Eine Katze ist in der Nähe. Da sitzt die Katz. Komm her. Einmal direkt am Eingang. Miau. Nice. Ja, miau. Und was willst du? Sammle 5 Arten von Figuren. Habe ich 5 Figuren? Ich soll Figuren sammeln. Ist das das nächste Sammelobjekt, was ich sammeln kann? Ernst gemeinte Frage. Ah, die Entfernung reicht schon aus, dass ich es rufen kann. Also hier kann man nicht komplett frei fahren, verstehe ich das richtig? So, einen vorgesehenen Kampf. Wir sehen uns gleich. Let's go. Okay, let's get deadly. Ach, ich habe die ultimative Rüstung bereit. Warum habe ich die bereit? Habe ich die beim letzten Mal aktiv gehabt? Naja, egal, tschüss. Und tschüss. Tschüss. Dich mach ich fertig. Aua. Tschüss! Nein! Das ist der Scharfschütze, ich erinnere mich. Du bist keine Bedrohung für mich. Ich
ich habe ja jetzt diese Ultra-Technik, ne? Tschüss! Nein! Die schleudere ich einfach weg. Er hat meine Techniken blockiert. Ich müsste mal mehr Ausweichen nutzen. Ich habe ihn geköpft. Nice. Und das ging relativ schnell. Die Ausbeute kann sich aber nicht so sehen lassen. Okay. Einen Punkt erledigt. Hier kann ich am Rand entlang, oder? Ich kann den Wagen nicht hierhin direkt rufen. Aber ich gehe mal hier am Rand kurz erkunden. Wahrscheinlich liegt hier irgendwas, was man mitnehmen kann. Wenn man schon so umständlich hier hinkommt. Okay, doch nicht. Weiter geht's. Ich muss mal kurz zu meinem Wagen zurück. Ich könnte natürlich in die andere Richtung noch gucken, ob ich da hätte hingehen können. Warte mal, nee. War da wer? Ich habe niemanden gesehen. Ich dachte kurz, ich hätte einen Skorpion gesehen. Ich habe einen gesehen, nur ein bisschen weiter weg. Guck mich nicht direkt so bedrohlich an. Und hab dich. Da-da-da-da. Da-da-da. Und wieder ein Skorpion mehr für meine Sammlung. Jo. Okay, da ist ein blauer Rangkampf. Den kann ich einfach just for fun machen. Ich muss bemerken, der Wagen spawnt nur an einer Straße. Man kann ihn nicht hier in die Pampa beschwören. Nächsten vorgesehenen Kampf. Und wen darf ich jetzt verprügeln? Ach, die Dulli ist schon wieder. Die kriegen schon genug ab. Ey, dann verprügel ich euch halt beide. Hau ab. Und tschüss. Hallo, du glaubst doch nicht ernsthaft, du könntest gegen mich gewinnen. Hab dich. Ich hab dich zu Tode geworfen. Aha. Und diesmal lief es sogar besser. Ich habe gerade gesehen, hier ist ein Gespräch, deswegen mache ich mich mal kurz weg.
Part 2 von dem Gespräch, weil ich letztes Mal aus Versehen rausgekattet habe. Okay, das war doch interessant. Okay, Leute, ein weiterer Kampf wurde bestritten. Ich gucke, dass ich heute alles, was in diesem Gebiet hier ist, noch reinpacke. Obwohl, schaffen wir nicht. Nicht, wenn alles davon Kämpfe sind, aber eins schaffen wir auf jeden Fall sofort. Und das muss auf jeden Fall erledigt werden. Das hat oberste Priorität, sonst ist diese Welt dem Untergang geweiht. Oh, hier gibt's Sushi. Ich fühl mal kurz auf, ne? So, ich bin fertig. Ich habe sogar noch Sushi gefuttert, um meine Angriffskraft zu steigern. Und jetzt muss ich wieder mein Schicksal erfüllen. Oh. Jetzt kann ich endlich mein Schicksal erfüllen. Erstmal müssen wir den Punkt finden und dann müssen wir sanft daran rütteln. Ich habe so Spaß am Toilettenreinigen. In den Real würde ich es niemals tun. Ichiban! Was hast du geschrien? Ichiban? Ich krieg zwar nicht viel Zeug dafür, aber ich habe einen neuen Ort zum Speichern immer danach. So, und hier ist ein weiteres etwas. Ich habe eine Karte gefunden. Komme ich mit dem Wagen eigentlich da durch? Eigentlich müsste ich. Da ist mehr als genügend Platz. Aber das ist so eine Stelle, wo sich das Spiel denkt, nein, also... Okay, da an den Strand müssen wir nicht. Da ist nur wieder dieses Alligator-Schießen. Ich gehe aber trotzdem mal da lang. Für den Fall, dass hier noch was liegt. Warte mal, wie lang ist denn der Strand? Okay, wir heben uns das mit dem Strand noch auf. Ich mache erstmal in. Weil das dauert sonst zu lang. Ich bin in ein Loch gefallen. Ich müsste einmal da hoch. Dafür muss ich den ganzen Weg zurück. Erkunden können wir, sobald alle Objekte freigeschaltet wurden zum Sammeln. Dann beginnt die Sammeltour, aber das habe ich schon angekündigt, dass sie erst dann beginnt.
Ich will nicht halt eine Sammeltour starten, wenn eh die Hälfte noch nicht mal freigeschaltet ist zum Einsammeln. Also wenn ich zufällig über den Weg laufe, dann ja, dann nehme ich es gerne. Aber nicht einfach so eine Sammeltour, wenn es keinen Sinn hat. Also ich werde hier jetzt trotzdem eben kurz gucken. Aber hier ist nichts. Da vorne war noch ein blauer Kampf, den gönnen wir uns direkt. Let's go. Euch klopp ich jetzt kaputt. Komm her. Bro, Crazy Modus, komm her, komm her, komm her. Ich kann dich rumwerfen. Dich werfe ich rum. Du, hau ab. Dich mache ich als nächstes fertig. Aua. Ich weiß nicht, warum der liegt, aber man nimmt's. Welcher von denen ist richtig angeschlagen? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Schaden der Mega-Angriff übrigens macht, ne? So, und einer weniger. Ich kann auf alles einen Scheiß geben, ja! Jetzt prüge ich dich in die Ecke. Und tschüss. Dich hole ich als nächstes. Warum klebt da was an mir? Ach, das macht so viel Schaden. Und Betty. Die vorhergesehenen Kämpfe haben wir damit schon geschafft. Und ich kriege sehr viele Coins. Jetzt ist die Frage, wie viel muss ich für den nächsten Kampf blechen? Und die darauf folgende Frage ist, wird mir schon wieder der Bossgegner geklaut? Wir werden so auf die Bosse geklaut! So, ich habe Post. Wie viel wird es mich kosten? 35.000. Ich glaube, es nimmt jedes Mal 5.000 zu, wie viel ich blechen muss. Da liegt nix. Wenn ich schon hier langlaufe, gucke ich direkt. Nur liegt hier halt nix. Einfach weitergehen. Ich werde sie noch zu Ende erkunden. Also die Sachen allein sammeln zumindest. So, hier soll auch noch was sein. Hi. Wo ist denn jetzt das etwas, was ich hier einsammeln soll? Habe ich es schon verpasst? Oder bin ich da über den falschen Weg gelatscht? Nee. Laut Karte ist hier was. Ich kann nicht da rein. Und diese merkwürdige Sicht allein ist schon störend.
Hallo? Habe ich irgendwas verpennt? Scheinbar habe ich was verschlafen. Ich weiß nämlich nicht gerade, was das Spiel von mir will. Es sagt mir, hier wäre was, aber ich sehe hier mehr als deutlich nichts. Ah, da ist noch ein Kampf. Ja, die Suche habe ich jetzt wahrscheinlich rausgeschnitten. Und so, den Kampf machen wir noch. So, wen darf ich jetzt verprügeln? Wenn mache ich die beiden fertig. Tschüss. So, und direkt zu deinem Bruder. Easy. Das war nicht meine Minute. Ich glaube, die 35.000 habe ich schon. Aber mich haben so 3-4 Kugeln gleichzeitig getroffen, als ich da in den Kampf reingestürmt bin. Also semi-optimal. So, den habe ich auch geschafft. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Da vor allem ist das Gespräch. Hier müsste ich noch hin. Und da ist noch was. Das große Erkunden bzw. die Sammeltour machen wir, sobald wir alle Sammelobjekte freigeschaltet haben. Dass man sie auch sammeln kann. Aber ich würde mal sagen, hier beenden wir das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.